Moin moin und frohe Weihnachten, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr verbringt eine wundervolle Zeit gemeinsam mit lieben Menschen, mit der Familie, einfach mit Herzensmenschen, mit leckerem Essen, mit Freude, mit Lachen und natürlich tollen Geschenken. Und ich hoffe, da sind auch ein paar Bücher dabei. Und heute soll es wieder um ein Wichtelpaket gehen, denn wir haben uns wieder in unserem Buchclub All You Can Read zusammengetan, uns gegenseitig ausgelost, um uns gegenseitig ein kleines Päckchen zuzuschicken. Wir haben auch wieder Wunschzettel ausgetauscht und aktualisiert. Wir wussten vorher nicht, wer wen gezogen hat. Jetzt aber, wo das Paket angekommen ist, weiß ich natürlich, wer es ist. Und ich musste sehr, sehr lachen, als ich es gesehen habe, weil es ist jetzt zum dritten Mal, das dritte Jahr hintereinander, die liebe Sarah vom Kanal Alice im Bücherland. Ich habe mich trotzdem sehr drüber gefreut, denn wir haben in dem Jahr wirklich auch sehr viel persönlichen Kontakt gehabt und uns auch irgendwie sehr persönlich auch eine Stütze gegeben. Und es war einfach wirklich schön, sich mit ihr auszutauschen und immer ein offenes Ohr von ihr zu bekommen, wenn man es brauchte. Und das war wirklich, wirklich schön. Es ist immer schade, wenn solche Herzensmenschen so weit weg wohnen, aber umso schöner ist es natürlich, dass durch YouTube, durch BookTube das möglich war, sie überhaupt kennenzulernen, genauso wie die anderen Mädels. Auch da haben wir neben unseren Leserunden, wo wir Bücher zusammen lesen, halt auch einfach persönlichen Kontakt und immer wieder Chatkontakt, und wir treffen uns jetzt ja auch tatsächlich bald wieder, dann auch zur Buchmesse wie letztes Jahr, die ja leider ausgefallen ist, aber wir haben uns dennoch getroffen und das war einfach wundervoll. Deswegen finde ich es schön, dass BookTube das möglich macht, so tolle Menschen kennenzulernen, obwohl sie so weit entfernt wohnen. Und durch die Videos sieht man sich und durch die sozialen Medien kann man Kontakt miteinander halten. Und wenn man dann ein bisschen plant, dann kann man sich auch tatsächlich persönlich sehen. Und das ist natürlich immer das Schönste. Ja, und jetzt wollten wir uns eben eine Freude machen, eine kleine Freude. Und die anderen Videos werden natürlich zur selben Zeit hochgeladen und werde ich in der Infobox verlinken. Da solltet ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Ich habe jetzt hier das Paket schon geöffnet und habe schon ein bisschen Füllmaterial rausgenommen, damit ich hier nicht so viel rascheln muss. Und als allererstes ist mir eine so süße Karte ins Auge gesprungen. Und zwar ist das hier dieses Füchslein im verschneiten Wald, friedliche Festtage. Und die liebe Sarah hat mir eine tolle Nachricht draufgeschrieben, die ich mir schon durchgelesen habe, die ich jetzt nicht vorlesen möchte, weil sie einfach für mich persönlich ist. Und ich kann aber nur sagen, gleichfalls, liebe Sarah, und vielen, vielen lieben Dank für diese tollen Worte. Allein das ist schon ein ganz tolles Geschenk. Auch die liebe Claudia hat wieder Weihnachtspost verschickt und auch da sage ich hier nochmal vielen lieben Dank. Das hat mir auch den Tag versüßt. Es ist einfach schön, wenn jemand an einen denkt, und da reicht einfach so eine Karte. Aber dafür muss man natürlich Zeit finden. Ich habe diese Zeit dieses Jahr nicht gefunden und jedes Jahr nehme ich mir das irgendwie vor und dann ist es dann meistens schon zu spät. Naja, gut. Also es ist natürlich auch kein Muss, aber es ist natürlich schön, wenn jemand an einen denkt und nicht nur über WhatsApp, sondern tatsächlich persönlich eine Postkarte oder einen Brief schreibt. So, jetzt soll es aber um das Päckchen gehen. Wir haben, wie gesagt, Wunschzettel ausgetauscht. Wir haben Bücherwunschzettel ausgetauscht. Also ein Buch soll auf jeden Fall mit dabei sein. Wir haben ungefähr ein Budget festgelegt. Und was ich jetzt hier als erstes rausnehmen werde, ist es so lustig verpackt. Und zwar ist das in eine Zipfelmütze verpackt. Ja, ich fühle auch, dass da irgendwas mit Glas drunter ist. Wahrscheinlich wollte sie so ein bisschen polstern, und es war auch, fühlt sich so an, als wäre es nicht so ganz einfach zu verpacken. Ich weiß nicht, für einen Becher ist es ein bisschen groß. Ich werde es jetzt mal rausziehen. Hier haben wir ein bisschen Luftpolsterfolie. Ach, das ist ja süß. Schaut mal. Ist das toll? So kann man natürlich Dinge auch verpacken. Jetzt noch ein bisschen Tesafilm.
Und zwar hatte ich auf meinem Wunschzettel rausgeschrieben, dass ich halt Füchse sehr gerne mag als Motiv. Und ja, der ist natürlich hier schon bei der Karte zum Einsatz gekommen. Aber auch diese tolle, ja, es ist ein Keksglas oder man kann alles Mögliche reintun, ne? Nudeln oder Haferflocken. Mal gucken, das werde ich auf jeden Fall jetzt so in der Winterzeit noch verwenden können. Aber ich sehe natürlich, da sind noch tolle andere Sachen drin. Gucken. Ja, zum einen ziehe ich hier einen Sport-Energieriegel heraus. Ich hatte gesagt, dass ich diesmal kein Naschi haben möchte, um ein bisschen drauf zu achten, weil ich ja auch im Moment so ein bisschen auf den Sport-Trip bin und ja, ein bisschen drauf achten möchte. Zu Weihnachten möchte ich mir natürlich was gönnen, aber so in der Vorweihnachtszeit ein bisschen drauf achten, wenn dann so ein bisschen Fitnessfood. Und ach, cool. Richtig cool. Und es gibt halt auch so Smoothie Bowls von Oatsum. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal probiert habt. Da sind halt nicht ganz günstig, deswegen hole ich mir die nicht dauernd. Aber da hatte ich schon mal von den Mädels eine große Dose geschenkt bekommen. Und wir hatten, glaube ich, Sarah auch mal eine. Die hieß halt Alice im Bärenland und deswegen passte das so gut. Und sie mochte Porridge, glaube ich, auch ganz gerne. Deswegen hatten wir das, hatte ich das vorgeschlagen, dass wir ihr das schenken. Und kam, glaube ich, auch ganz gut an. Und jetzt sehe ich hier so eine kleine Probe, die man auch in so Drogeriemärkten findet, dass man die erstmal probieren kann. Und diese Sorte kenne ich noch nicht und wollte ich unbedingt probieren, weil ich glaube, die schmeckt ultra gut. Und zwar ist es Holla die Nussfee. Haselnuss und Tonka ist das Geschmack. Und da, ja, ist halt kein Zucker mit drin. Viel Haferflocken und Obst, gefriergetrocknet, klein gehäckselt und so weiter. Schmeckt super lecker. Kann man warm oder auch kalt essen. Und ich habe, glaube ich, Kakao und auch Zimtarella habe ich sehr gerne gegessen, aber auch im Sommer die Mangosorte sehr, sehr gerne. Ja, und jetzt freue ich mich, das hier auszuprobieren, weil die Sorte, wie gesagt, kann ich noch nicht. Und wenn die mir richtig gut schmeckt, wovon ich glaube ich ausgehe, die soll richtig lecker schmecken, dann werde ich mir wahrscheinlich auch eine große Dose holen. Also auch das super cool. Ein Frühstück ist schon mal gerettet. Und ich sehe hier Socken und das schreibe ich ja auch immer mit drauf, dass ich Motivsocken einfach gerne mag. Hier haben wir einen Weihnachtsmann und hier haben wir, was ist das? Ach, das sind kleine Päckchen, kleine Geschenke, grüne Geschenke mit Schleifen. Ja, werde ich direkt an Weihnachten tragen, Sarah. Super cool. Und zur Deko gibt es hier noch kleine, ja, Schneebälle. Total süß gemacht. Die kommen jetzt auch alle wieder hier so rein. Zack, zack. Damit wir es hier ein bisschen geordnet haben. Und damit das hier nicht zu Bruch geht, stelle ich das mal auf den Boden. Das war schon mal total niedlich. So, und jetzt kommen wir zu eingepackten Geschenken. Ich nehme mal, hier könnt ihr sehen, da ist auch eine Lichterkette mit dabei und auch hier wieder so kleine Kügelchen. Also richtig mit Liebe verpackt. Sarah sagt zwar immer, sie kann nicht einpacken und entschuldigt sich dann tausendmal dafür, aber ich finde, es muss ja überhaupt nicht perfekt sein. Man sieht doch, dass es mit Liebe gemacht ist und das ist doch das Schöne, ne? Ja, also die Lichterkette ist auch schon mal super, dann kann ich die nämlich ja, hier irgendwo drapieren noch. So, was haben wir denn hier? Das ist in eine Serviette eingepackt mit hier so einem süßen Weihnachtsmann und einem Holzschlitten. Total süß. Ja, es fühlt sich auch sehr unförmig an. Das ist, glaube ich, nicht so einfach zu verpacken. Ich wickel das mal aus. Ja, was kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Also da habe ich jetzt wirklich überhaupt keine Ahnung, was das sein könnte. Ne, wie geil ist der denn? Okay, egal was jetzt noch kommt, ich glaube, das ist mein Highlight aus diesem Paket. Schaut mal. Das ist ein Drache. Ich liebe ja Drachen. Ich bin ein totaler Drachenbuch-Fan und hatte auch raufgeschrieben, dass ich besondere Kugelschreiber gut finde. Aber dass sie jetzt beides kombiniert, Drachen und Kugelschreiber, wo hast du den bloß her? Wie cool! Ich drehe mal hier die Drähte ab. Der ist ja mega heiß.
Für unterwegs würde ich den natürlich nicht nehmen, weil ich Angst hätte, dass der irgendwie kaputt gehen würde. Aber ja, für meinen Schreibtisch hier, vielleicht auch für mein Lesetagebuch, könnte man den doch perfekt nehmen. Schaut mal, ist der cool? Ja, und hier unten ist halt die Spitze, da kann man das dann abnehmen und dann schreiben. Ja, also der ist ja hier unten auch die Schwanzspitze, ne? Also damit hast du ja voll ins Schwarze getroffen. Letztes Jahr hattest du mir auch so Drachenohrringe geschenkt, die trage ich auch wirklich sehr, sehr gerne. Und ja, da hast du wieder echt ein Treffer gelandet. So, was haben wir denn hier noch? Ein ganz kleines haben wir hier noch. Das könnte vielleicht was Duftiges sein. Es fühlt sich so rund unter der Verpackung an. Ja, und ich hatte recht. Oh, das sieht aber entspannt aus. Schaut mal, das ist so ein kleines Dufttart. Das kann man in die Duftlampe packen, ist halt Wachs. Und dann, das riecht bestimmt nach Orange. Ja. Und da ist dann hier so eine kleine, ja, so eine echte getrocknete Orange noch ja, reingelassen worden. Ich mag es ja ganz gerne, besonders Winter und Herbst, ja, kalte Jahreszeit, aber eigentlich auch im Sommer immer passende, schöne Düfte mir hier anzumachen und mir das zu Hause noch ein bisschen gemütlicher zu machen, ist irgendwie so ein kleinen Luxus, den man sich gönnt. Ich hatte letztens schon eine kleine Weihnachtsbestellung aufgegeben für Dufttarts mal wieder, so für das erste Mal für die neue Wohnung. Und ja, da hatte ich es dann halt auch noch mal auf den Wunschzettel geschrieben. Und ja, das freut mich vor allem, dieses frische, orangige, süßliche. Ja, passt sowohl in den Winter als auch in den Sommer. Aber die wird, glaube ich, nicht lange hier unangebrochen liegen. Da werde ich mir sicherlich bald ein kleines Stückchen abbrechen und hier in die Duftlampe packen. Also super, finde ich toll. So, was haben wir hier noch? Etwas Unverpacktes. Ach, süß. Ein Tee. Tee geht bei mir ja auch immer, besonders schwarz und grün, aber auch Kräutertee. Was ich nicht so mag, sind, sag mal schnell, so saure Früchtetees oder halt so Krankheitstees, so Fenchel, Anis, Kümmel. Aber das scheint hier ein Rooibos Kräutertee zu sein mit Schokoladen- und Vanillenaroma. Rieche ich da irgendwas? Nee, aber auch total süße weihnachtliche Verpackung. So, und jetzt kommen wir zum Herzstück. Achso, hier ist nochmal die Lichterkette. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile schon wieder ausgegangen ist oder ob sie gar nicht angemacht hat. Ja, da werde ich auf jeden Fall was Kleines dekorieren können mit, vielleicht auf dem Tisch. So, und wir kommen hier zum Buch. Ja, ich habe eine so riesen Bücherwunschliste. Ich erweitere die immer ab und zu, miste ich sie aus, aber ich habe jetzt extra fürs Wichteln immer noch eine und eine ganz große, ja, um zu gucken, dass ich wirklich auf diese Bücher beim Wichteln dann irgendwie richtig Lust habe. Da gucke ich dann vorher noch mal drüber, aber es sind trotzdem wirklich, wirklich viele drauf, also bestimmt 50 oder so. Deswegen, es gefällt mir aber gut, weil ich dann einfach noch mehr überrascht werden kann. Und ich bin jetzt gespannt, was die liebe Sarah mir ausgesucht hat. Sie ist ja auch ein Gruselfan. Ich habe sehr viele gruselige Bücher drauf, viele Horror, Thriller und so weiter. Natürlich sehr viel Fantasy. Kinderbücher sind mit drauf. Ich bin sehr gespannt, was sie jetzt ausgesucht hat. So, ich reiße es jetzt mal auf. Es ist auf jeden Fall ein Taschenbuch. Ach, guck, ja, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass sie das aussucht. Und zwar ist das, ich weiß nicht, ob es überhaupt ein Kinderbuch ist, jedenfalls ist es, soll es eine sehr poetische, märchenhafte Geschichte sein. Juna und der Hüter der Wolken von Erik Kellen. Ich glaube, das ist auch so ein Self-Publisher, oder? Na gut, es ist schon, hat schon einen Aufdruck von einem Verlag, Wild Way Books. Aber es fühlt sich so an, als würde es bei Amazon gedruckt sein, weil es so diese typische samtige Optik, Haptik hat. Und mich hatte natürlich, das habe ich beim Stöbern im Internet gefunden und
hatte denn auch durch die guten Bewertungen, also es waren wirklich tolle Bewertungen dabei, und durch das Cover, weil es irgendwie so ein drachenartiges Geschöpf ist, irgendwie auch bin ich da drauf gekommen und habe es dann einfach auf meine Wunschliste gepackt. Ich habe es nirgendwo bei BookTube oder so irgendwo gesehen bisher, sondern einfach wirklich nur online wurde mir das irgendwann mal vorgeschlagen. Und ja, dann ist es auf die Wunschliste gewandert. Und ich weiß, dass es, wie gesagt, so ein bisschen poetisch, ein bisschen symbolisch sein soll. Und wir werden jetzt einfach mal den Klappentext gemeinsam lesen, weil ich den jetzt nicht so zusammenkriege. Nach dem Tod ihrer Mutter schwört sich Yuna Hattori, ihre Seele niemals dem Kaiser zu schenken. Lieber würde sie hinaus auf das Meer der 100 Namen fliehen. Doch dann geschieht etwas, das Yunas Welt für immer verändert. Wird sie mutig genug sein, sich diesem Weg zu stellen? Im alten Kaiserpalast bemerkt Prinzessin Shai derweil, dass dunkle Mächte am Werke sind. Wieso darf sie ihren Vater nicht sehen? Was hat ihr seltsamer Bruder vor, der den Thron besteigen will? Bald schon entdeckt die junge Frau Geheimnisse, die das Reich von Hyron bis ins Mark erschüttern werden. Zwei Mädchen, zwei Schicksale, eine fantastische Reise, um das Licht des Lebens zu finden. Ja, klingt so ein bisschen asiatisch angehaucht und würde dann irgendwie dazu passen, dass es so ein bisschen auch Lebensweisheiten in sich birgt. Wie gesagt, ich hatte in den Rezensionen schon ein bisschen reingelesen. Ja, hier gibt es sogar am Anfang gleich schon chinesische Sprichwörter. Also das passt schon ganz gut zu der Wirkung, die ja, mir die Rezensionen gegeben haben, aber auch jetzt der Klappentext. Ich gucke mal rein, ob es irgendwelche besonderen Illustrationen gibt. Nur am Kapitelanfängen und so zwischendurch gibt es so kleine Motive. Ja, da freue ich mich. Das Buch hat drei, also knapp 400 Seiten, 394, und ist auch relativ, also normal bedruckt, ne? Ich glaube, das kann man ganz gut lesen. Ja, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, dass die liebe Sarah mir das aussucht, obwohl doch jetzt, also wenn sie sich das durchgelesen hat, das weiß ich natürlich nicht genau, oder ob sie jetzt nach dem Cover gegangen ist, aber sie mag ja auch sehr gerne so dieses Selbstfindung, Lebensweisheiten, ein bisschen Poesie, drüber nachdenken und so weiter. Also vielleicht hat sie das auch angesprochen. Ich werde sie auf jeden Fall mal fragen, weswegen sie gerade das gewählt hat. Man kann ja auch nicht erwarten, dass man alle Bücher durchgeht von meiner Wunschliste. Das erwarte ich auch überhaupt nicht. Aber das ist eine tolle Überraschung, vor allem weil das Buch, wie gesagt, bisher überhaupt nicht irgendwo auf einem Kanal gewesen ist, den ich jetzt gesehen habe. Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr von diesem Buch schon mal irgendwas gehört habt, irgendwie sogar vielleicht sogar selbst gelesen habt, und könnt mir in die Kommentare schreiben, ob das wirklich so gut ist, wie die Rezensionen behaupten. Ich mag es nicht, wenn es zu geschwollen ist und zu sehr mit Lebensweisheiten gespickt ist, die einen so auf dem Silbertablett serviert werden. Da muss das hoffentlich ein bisschen ja, subtiler eingeflochten worden sein. Eine sehr schöne, fantastische Reise, wie es eben ja auch hinten drauf steht. Und ich hoffe natürlich auch sehr, dass dieser Drache oder was auch immer dieses Fabelwesen hier ist, eine große Rolle spielt. Ja, ich mag auch die Farben. Ja, ein wirklich sehr, sehr schönes Buch und eine tolle Überraschung. Also vielen lieben Dank, liebe, liebe Sarah. Und ja, neben dem Buch ist natürlich der Stift hier, glaube ich, mein Highlight. Aber auch die anderen kleinen Dinge wieder mit sehr viel Liebe ausgewählt, passend zu mir, passt alles wunderbar. Ich danke dir. Und jetzt bin ich natürlich auch ultra gespannt, was ja, mein Wichtelkind zu meinem Paket, was ich zusammengeschnürt habe, sagt. Ich werde jetzt einfach noch mal nicht verraten, wer das war, aber ihr werdet ja, wenn ihr alle Wichtelpakete dann anschaut, oder Unpackings dann anschaut, dann sehen, wer wen beschenkt hat. Das wissen wir jetzt ja auch alle noch nicht. Ich freue mich auch auf die anderen Videos, und es ist immer schön zuzuschauen, wie diejenige in diesem Fall ja immer sich freut. Und ja, einfach auch diese Verbindung zwischen uns in unserer Gruppe dann auch zu spüren bekommt, wenn man diese Videos schaut. Ich hoffe, ihr bekommt auch ganz tolle Freuden geschenkt, und wenn es einfach nur kleine Aufmerksamkeiten sind, das reicht ja dann auch immer schon. Aber vergesst auch nicht, euch selbst Zeit zu nehmen und eine, ja, schöne Lesezeit, wenn ihr mögt. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.